Zuschauer, es knistert schon. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Anpfiff hier ertönt. Die Spieler müssten eigentlich jeden Moment aus den Kabinen kommen. Es ist soweit. Deutschland gegen Israel. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit mir befindet sich Hansi Küpper in der Kommentatorenbox. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich aufs Spiel. Die Spieler hören der Hymne mit ernster Miene zu, was erahnen lässt, welchen Stellenwert dieses Spiel hat. Jetzt folgt die Nationalhymne des Kontrahenten. Los geht's. Mario Götze. Exzellent den Fuß in die Tür bekommen. Der kommt richtig lang. Hector. Hier ist Schürrle. Da ist die Möglichkeit. Gute Aktion des Torwarts. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Er springt hoch zum Kopfball. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Sie versuchen vieles, sie machen einiges richtig, sie machen auch Fehler, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie so weiterarbeiten, dann treffen sie irgendwann. Natko spielt den Ball. Natko hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Ist das ein langer Ball? Ein Abseitsfallenschleicher, aber er war nicht draußen. Zahavi. Noch immer hat der Ball nicht den Weg in eines der Tore gefunden. Schürrle. Sucht die Lücke. Und über die Seite. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Wie der sich hochschraubt. Natko. Israel bekommt den Freistoß. Der Torhüter haut ihn weit raus. Draxler. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Der kommt weit nach vorn. Hövedes spielt den Feuerwehrmann. Schürrle ist in aussichtsreicher Position. Er hält drauf.
Tor für Deutschland. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Schürrle. Gebt einfach nie auf. Diesmal haben sie ihn aufgehalten. Ich bin mir aber sicher, dass er es bei der nächsten Gelegenheit wieder versuchen wird. Ja, da wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er mal den Kopf hochgenommen und auf seine Mitspieler geguckt hätte. Schießt ihn aufs Tor. Ja, schön gehalten. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Den hat er. Da ist die Chance. Lang und weit nach vorne. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Ja, das war ein klares Foul. Das muss eine gelbe Karte geben. Das Team sorgt sich um den Mitspieler, der immer noch am Boden liegt. Natko. Rüber, nach rechts. Frage, das war faul, also Freistoß. Deutschland schon mit zweimal gelb. Er steht in der Luft. Einfach mal rausgedroschen. Ein ordentlicher Schuss und das war's mit der ersten Hälfte. Die Zuschauer sind mit dem Klassenspiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Deutschland hat bislang den einzigen Treffer des Spiels erzielt. Eine knappe Kiste. Wir haben jedenfalls genügend Stoff, worüber wir uns in der Pause unterhalten können. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon wieder von der Leine gelassen. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Einfach nach vorne geschlagen. Draxler. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Den Ball weit rausgehauen. Hector. Mats Hummels. Hector. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Deutschland hat bislang das einzige Tor erzielt und dementsprechend führen sie ja. Ganz klar, Einwurf. Zahavi. Schlauer Pass. Wieder mal richtig gut verteidigt. Zahavi. Bis hierhin. Deine Einschätzung an sie? Das ist mir ein Rätsel. Es steht 1:0. Die einen liegen hinten, da muss eigentlich viel mehr kommen. Und die anderen dürfen sich ihrer Sache nicht so sicher sein. Da muss auch mehr kommen. Zahavi. Versucht die Gasse zu finden. Er hat ihn einfach stehen lassen. Flanken könnte er. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits.
Hector, wir haben ja hier richtige Wachhunde aufgestellt. Ja, warum denn nicht? Wenn dir einer auf den Füßen steht, dann verlierst du die Lust am Fußballspielen. Es geht über die rechte Seite. Hövedes. Rudi. Mario Götze. Kimmich. Rudi. Ab auf die Flanke. Hier ist Schürrle. Kluger Pass. Ab in Richtung Tor. Ein super Tor. Eine 2-Tore-Führung, das ist komfortabel. Deutschland wieder mal mit 5-Sterne-Kombinationsfußball. Der herrliche Doppelpass, der schöne Abschluss. So, nun also der Wechsel. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. So, 2-0 jetzt also. Physisch enorm präsent. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Draxler versucht es mit dem langen Schlag. Und durch die Mitte. Und weg ist er. So jagt man heute den Ball. Das ist die Möglichkeit. Der geht nicht rein. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Das war der letztmögliche Wechsel. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Raus auf den Flügel. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Der Schlusspfiff geht im Jubel der Zuschauer hier fast unter. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. So, das Spiel ist zu Ende, Hansi. Deine Einschätzung? Sie stehen kompakt, sie sind solide, sie stehen hinten sicher. Wenn du selbst dann noch triffst, na klar, dann bist du Sieger. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast.